Was bedeutet Kürzen von Brüchen? Es bedeutet das Ändern der Einteilung eines Ganzen. Teilt man eine Torte in 12 Teile, erhält man 12 Zwölftel. Nehme ich mir 8 Stücke, habe ich 8 Zwölftel der Torte. Ändert man die Teilung so, dass die Stücke doppelt so groß werden, erhält man 6 Sechstel. Aus den 8 Zwölftel werden so 4 Sechstel. Es sind jetzt weniger Teile, daher sind sie größer. Wir können die Teile noch größer machen. Wir erhalten 3 Drittel. Aus den 4 Sechsteln werden jetzt 2 Drittel. Die ursprünglichen 8 Zwölftel wurden jetzt mit der Kürzungszahl 4 gekürzt. Teilt man den Zähler und den Nenner einer Bruchzahl durch dieselbe Zahl, erhält man eine andere Bruchzahl mit dem gleichen Wert. Es wurde nur die Einteilung geändert. Ob man Brüche kürzen kann, erkennt man daran, dass Zähler und Nenner einen gemeinsamen Teiler haben. Die 6 und die 9 sind durch 3 teilbar. Man kann 6 Neuntel mit 3 kürzen. Beim Kürzen notiert man den gemeinsamen Teiler unter dem Gleichheitszeichen. Merke, man kann einen Bruch kürzen, wenn man seinen Zähler und seinen Nenner durch die gleiche Zahl dividieren kann. Sein Wert ändert sich dabei nicht. Mache jetzt die Online-Übungen auf dieser Seite.